8 Monate, so lange ist es her, dass Eintracht Norderstedt und der Heider SV zuletzt ein Fußballspiel bestreiten durften. Endlich kehrt ein kleines bisschen Normalität zurück in den Hamburger Amateurfußball und zumindest für das Trainerteam der Norderstedter rund um Jens Martens, Olofemi Smith und Co. geht es direkt um eine ganze Menge. In knapp 2 Wochen steht mit dem Pokalfinale gegen Teutonia Ottensen direkt das erste ganz wichtige Pflichtspiel an. Vor 250 Zuschauerinnen und Zuschauern, Norderstedt ganz in Rot, in Halbzeit 1 von links nach rechts, wie üblich für so ein Testspiel mit dem ein oder anderen personellen Experiment. Und ja, dann passieren eben auch mal solche Fehler. Alexander Wojtenko ohne Gegenspieler und ohne Mühe vorbei an Huxoll im Norderstedter Kasten. 0-1 für die Gäste. Ja, gar nicht mal so gut der Start der Eintracht in diese Partie. Mangelnde Abstimmung und dann Wojtenko leicht vorbei und hinein ins Tor. Der Heider SV also direkt mit der ersten Chance in Führung. Die erste Gelegenheit für Norderstedt durch Jan Lüneburg. Das Norderstedter Urgestein per Kopf nur knapp vorbei. Aber nicht nur Lüneburg nach der hohen Flanke gefährlich, auch Leslie Karschau kann das, der junge Innenverteidiger, auch schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde gegen Leverkusen mit einem Kurzeinsatz für Norderstedt. Viertelstunde rum, die Hausherren jetzt gut drin in dieser Begegnung, schöner Ball auf Gutmann, erst umständlich, dann mit dem Abschluss, aber Onwuso auf der Linie, fantastische Rettungstat, Ball deutlich nicht hinter der Linie. Ich habe es ja schon zu Beginn erwähnt. 8 Monate Pause, völlig klar, dass bei beiden Teams eine Menge Sand im Getriebe ist. Wieder der individuelle Fehler und dann legt ihn Scheu richtig schön hinten rein. Ausgleich. Kang Min Choi, das ist, man erkennt es am Namen, der große Bruder vom ehemaligen St. Paulianer und derzeitigen Karlsruhe-Profi Kyung Rok Choi, reagiert schnell, Pachulski ohne Chance. Also, 2 Tore nach individuellen Fehlern haben wir schon, aber aufgepasst, das, was jetzt kommt, also ich versuch's erst gar nicht, seht's euch einfach selbst an. Und irgendwo in Bremen verdrückt Arndt Zeigler vermutlich gerade eine Träne der Rührung. Ein grandioses Kacktor, also wenn sich Karschau dafür keine Kloschüssel mit seinem Namen verdient hat, weiß ich auch nicht. Letzte Chance in dieser von Fehlern geprägten ersten Hälfte nochmal durch die Gäste. Wojtenko klaut Karschau den Ball, aber dieses Mal ist Huxoll da. Super Parade des Norderstedter Schlussmanns, der hier Wojtenkos Doppelpack verhindert. Aufmunterung für Karschau, eine erste Hälfte zum Vergessen. Für ihn wird er hoffentlich schnell abhaken. Zur Halbzeit Redebedarf beim Trainerteam der Eintracht. Viele Wechsel zur zweiten Hälfte. Neu zum Beispiel Johann von Knebel, gut durchgesetzt. Und da ist noch ein neuer und das ist Batuhan Evren. Auffällig großer Jubel für ein Testspiel. Aber wer kann es ihm verdenken? Batuhan Evren, 18 Jahre alt und im März fest von der U19 in die Regionalligamannschaft hochgezogen worden. Genauso empfiehlt man sich für weitere Einsätze. Die zur Pause neu reingekommenen Kräfte taten dem Spiel der Norderstedter richtig gut. Wieder das Zusammenspiel von Knebel und Evren kurz vor seinem zweiten Treffer. Gute Viertelstunde noch zu spielen in der zweiten Halbzeit. Konter Norderstedt. Wieder ist Evren am Ball, setzt sich da gut durch. Und rechts hat er Option, aber links ist noch freier. Das ist Elias Saad gegen 1, 2, 3 und rein das Ding. Und 3-2 Norderstedt. Das spielen sie dann richtig schick aus. Elias Saad, 21 Jahre alt, hat ja einen auf diesem Niveau eher ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich, war bei keinem großen Nachwuchsleistungszentrum und spielte zuletzt bei Barmbek Uhlenhorst. Zur kommenden Saison wagt er den Schritt in die Regionalliga. Wir sind schon kurz vor dem Ende dieser Begegnung. Der Heider SV, er hatte in dieser zweiten Halbzeit wenig zu melden, aber den einen Moment, den gab's dann doch noch.
Åke Paulsen kommt vorne an den Ball, legt ihn vorbei an Huxoll und geht danach. Und deshalb macht er ihn 3:3. Das nächste junge Talent, das hier sein können, unter Beweis stellt Paulsen. 19 Jahre alt, ist nach Stationen in der Jugend von Borussia Mönchengladbach und Holstein Kiel wieder zurück bei seinem Jugendverein, beim Heider SV, und besorgt in dieser Partie den Endstand. Danach passierte nichts mehr, sehr zur Freude des mitgereisten Anhangs. 3:3, also am Ende in einem flotten Testspiel, und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und uns nach der Partie mit zwei Jungs unterhalten, die diesem Spiel einmal vorne, einmal hinten ihren Stempel aufgedrückt haben. Ja, also man merkt natürlich, dass wir lange nicht gespielt haben, und für mich war das ja auch mein erstes Spiel für Norderstedt, und da muss man sich erstmal zusammenfinden, und man trainiert ja halt nur, und Spielpraxis sammelt man durch Testspiele. Heute hat es nicht so gut, also es ist nicht so gut gelaufen, aber man hofft natürlich auf bessere Ergebnisse. Also die erste Halbzeit war sehr, sehr gut von uns, und in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir heute unser erstes Spiel hatten. Das finde ich, hat man sehr gemerkt, aber im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein und darauf aufbauen. Und ja, wir sind bereit für das nächste Woche, für das Spiel. Also, der Rost, er fällt so langsam ab, aber das Wichtigste, endlich wieder Fußball.